Wir stehen jetzt hier an der Bornholmer Straße, so heißt ja auch unser Film. Der Film behandelt ja den Abend des 9. November 1989. Wie haben Sie denn Günter Schabowskis Rede erlebt? Wie haben Sie darauf reagiert? Also das weiß ich noch ganz genau. Und nicht auf die Sekunde genau. Ich befand mich damals im 24-Stunden-Dienst am 9. November auf der Bornholmer Straße als stellvertretender Leiter der Postzentraleinheit. Und ich nahm zu diesem Zeitpunkt mein Abendbrot ein in der Kantine. Die Kantine war eigentlich voll besetzt, sodass nur ein Tisch frei war. Und an diesen freien Tisch setzte ich mich und hatte dadurch Gelegenheit, die Pressekonferenz zu verfolgen. Und Schabowskis Äußerung, dass die Ausreise sofort unverzüglich gestattet wäre, erstaunte mich. Weil der von geistigen Dünsch ist. Weil die Vergangenheit das zeigte, wenn irgendeine Veränderung im Grenzregime in der DDR erfolgte oder geplant war, dann wurden wir als Mitarbeiter der Passkontrolleinheiten rechtzeitig informiert. Mhm. Es wurden personelle Sicherstellungen durchgeführt, also mehr Personen eingesetzt bei uns. Und es wurden vor allem auch mehr Technik eingesetzt. Und die Mitarbeiter wurden einzeln geschult, also auf die neue Aufgabe vorbereitet. Ja. Und das war in diesem konkreten Fall nicht der Fall. Operatives Leitzentrum Oberskummer. Jörg Schäfer von der Grenzübergangsstelle Bornholmer Straße. Ich rufe an wegen der Äußerung von Schabowski auf der Pressekonferenz. Wegen dem Blödsinn rufst du an? Ja. Der Film beleuchtet ja genau diese 8 oder 9 Stunden. Ich weiß gar nicht, wissen Sie, wie viel es genau war? Ja. Seit dem Anruf dann? Bis zum Öffnen des Schlagbaumes verging die ganze Weile und verging die ganze, also geschah eine ganze Reihe von Eindrücken. Es wurden immer mehr DDR-Bürger und die Pkw-Schlange reichte von der Bornholmer Straße, also von unserem Grenzübergang, bis über die Kreuzung Schönhauser Allee drüber hinweg in die nördliche Richtung und auch in die südliche Richtung. Und die DDR-Bürger, die zu Fuß am Kontrollpunkt erschienen, das waren nicht mehr übersehbar, diese Menschenmenge. Wenn Sie jetzt nochmal an den Abend zurückdenken und dann auch den Film sehen, wie hätten Sie sich denn verhalten, wenn Sie auf der anderen Seite des Schlagbaums gestanden hätten? Weil Sie haben jetzt ja 28 Jahre lang die Grenze überwacht. Also für mich gab es keine andere Seite. Ich war zwar DDR-Bürger mit Leib und Herz, aber vor uns stand nicht der Klassenfeind, wie wir immer den Gegner bezeichneten, sondern vor uns standen unsere eigenen Leute. Und mit diesen Leuten habe ich mich identifiziert damals, obwohl ich hinter dem Schlagbaum stand. Einreise. Das ist gegen die Sache, das ist gegen alles. Einlassen. Um nochmal auf meine erste Frage zurückzukommen, wo ich ja schon gesagt habe, dass Sie in den Medien immer als der Mann, der die Grenze öffnete, dargestellt werden. Wie würden Sie sich denn rückblickend selbst sehen? Das war kein Held. Helden waren die, die vor uns standen. Sie konnten nicht wissen, wie wir reagieren in dieser Situation. Die Staatsgrenze, wie wir sie damals bezeichneten, war ein sehr sensibler Bereich. Und da konnte man keine Faxen machen. Man konnte da auch keine Demonstration gebrauchen. Und da gab es harte Bedingungen, die zu verhindern und die abzuwehren. Und all das ist am Abend nicht geschehen. Es ist kein Blut vergossen worden. Es sind dort nur Tränen der Freude geflossen. Und zum Glück ist auch niemand verletzt worden. Man stelle sich vor, wenn Panik ausgebrochen wäre. Wenn Personen ohne unser Zutun verletzt oder von Ohnmacht gefallen wären. Die Menschen wären über sie drüber hinweggetrampelt. So. Und dann hätte es wahrscheinlich Tote gegeben. Und dann, da würde man mich nicht als Held bezeichnen. Dann wäre ich heute in den Augen vieler Menschen der Verbrecher oder der Verantwortliche gewesen. Brauchst du das, was du wolltest? Gibt es im Film eine Lieblingsszene? Gibt es schon. Das ist die Situation, wo ich mich mit dem anderen Stellvertreter treffe. Ja, das war's wohl. Was meinst du? Name der DDR. Nicht wahr in dem Sinne, dass wir der Meinung waren, die DDR wird nicht mehr existieren. Das war nicht unser Gedankengang damals. Unser Gedankengang war, dass die DDR am 10. November nicht mehr so sein wird, wie es am 9. November war. Und das war das Gespräch auf der Brücke. Das war dann so
die Szene, die ich gerne gesehen habe. Neben anderen Szenen. Das war da am eindrucksvollsten für mich. Genau, die Schlussszene im Film ist ja, dass Harald Schäfer zu seiner Frau nach Hause kommt und ihr eröffnet, dass er die Grenze geöffnet hat und sie tut das Ganze ja dann als Scherz ab. Wie war das denn für Sie, als Sie nach dieser langen Nacht wieder nach Hause kamen? Ich musste mit irgendjemandem sprechen. Da habe ich meine Schwester angerufen für diese ungewöhnliche Zeit für morgens. Und ich sagte zu meiner Schwester, Anita, ich habe heute Nacht die Grenze aufgemacht. Und da hat sie kurz überlegt, war einen Moment Ruhe. Und dann sagte sie zu mir, habt ihr geschossen? Ich sagte, nein. Und dann hat sie es richtig gemacht.